Gerade auch wegen Osterfeiertage und so weiter. Ihr wisst Bescheid. So. Sehr schön. Wir greifen die Spanier einfach mal an. Und wenn wir ein paar Männer verlieren, ist es nicht allzu schlimm, weil wir haben über 330 Mann. Unsere Kriegsbrig kann gerade mal 300 mitnehmen. Das hört sich jetzt wenig an, aber es ist wirklich viel. Ich weiß nicht, wie viel kann ein Linienschiff mitnehmen? Ich weiß es gar nicht, wie viel so ein Linienschiff mitnehmen kann. Wir schicken die mal dahin. Ich weiß, das macht jetzt sehr viel Sinn, Leute. Aber vielleicht können wir von dort aus ja trotzdem schießen. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Gemeinsam. Und die Piraten haben sich schützend vor ihre Offiziere gestellt. Das ist sehr lobenswert. Hui! Die wollen uns in die Zange nehmen, liebe Leute, würde ich mal sagen. Aber das werden sie nicht schaffen. Denn wir haben ja noch unsere Piraten und auch unsere liebenswerten Offiziere. Die Frage ist jetzt, greifen wir mit den Offizieren die im Wald an oder die hier oder sogar die Wachen da oben? Ihr greift auf jeden Fall die im Wald an, würde ich sagen. Vielleicht schafft ihr es noch, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hoffe es zumindest. Epic Fail, würde ich mal sagen. Gut, Offiziere, schnappt euch die Kundschafter. Wir verlieren aber viele Leute. Das ist man ja schon gar nicht mehr gewöhnt. Ja, das ist wirklich ein sehr sinnvoller Zug. Egal. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen überschätzt dieses Mal. Eieieiei, wir verlieren wirklich so einige Leute. Aber das ist gut. Das dürfte vielleicht sogar die Moral steigern. Ich weiß es nicht. Die ziehen wir zurück. Die müssen wir sogar zurückziehen, weil wir haben wirklich nur noch eine Nahkampfeinheit. Das ist die hier, die hinter den Bukanieren, die gerade geschossen hat, steht. Los, Bukaniere, haut sie weg. Sehr schön. Gut, dann rücken unsere Piraten ein Feld vor, würde ich sagen. Und die Offiziere greifen die Infanterie an und hauen die weg. Hoffe ich zumindest, dass sie das tun. Sehr schön. Ihr könnt euch sogar noch mit denen anlegen. Okay, versucht es. Ja, wir kämpfen alleine gegen die Wachen. Geil. Ich hätte mir jetzt gelacht, wenn wir jetzt alleine die Wache weggekloppt hätten. Das wäre so lächerlich gewesen. Das wäre so ein Armutszeugnis gewesen für die Wache. Ganz ehrlich. Aber auf jeden Fall sieht das nach einem Sieg für uns aus. Auch wenn wir schwere Verluste erleiden. Aber ehrlich gesagt, das ist nicht so schlimm. Und hier ist es übrigens auch egal, ob wir getroffen werden oder nicht. Weil das hat, glaube ich, keine Auswirkung auf unsere Gesundheit. Ja, Gesundheit. Ich rede mir was zurecht. Das ist echt nicht zu fassen. So. Okay. Und nochmal die Bukaniere rauf, um auf Nummer sicher zu gehen. Wunderbar. Bin mal gespannt, was hier... Ah, das war... Ach, das war schon. Cool. Nächste Stadt besetzt. 6400 Goldstücke kriegen wir. Wir dürfen die Stadt nicht besetzen? Frechheit. Da kann was nicht stimmen. So. Wir treiben Handel. Wir treiben Handel. Wir haben 221.000 Leute. Ist das umzufassen? Nein, ist es nicht. Das ist unfassbar. Jetzt können wir unsere Schiffe verkaufen, die wir noch übrig haben. Upsala. Und gucken, wie viele Leute wir überhaupt noch übrig haben. 200, ja gut, 30 Mann nochmal dazu. 261 Mann, das ist schon in Ordnung. Ein geheimnisvoller Fremder bietet euch ein Fechthemd aus Seide an. Weiberfell, dieses locker anliegende Hemd ermöglicht schnellere Duellbewegungen. Für nur 2700 Goldstücke gehört es euch. Ihr habt zurzeit 223.198. Ich nehme es. Cool. Jetzt sind wir noch schneller im Kampf. Das ist doch gut. Ja. Weiterfällt. Vielleicht seid ihr an einigen Informationen über Jack Rackham interessiert, alias Jack Sparrow, beziehungsweise Captain Jack Sparrow, wie ich ihn damals immer so schön genannt habe. Jack Rackham segelt auf dem Piratenkanonenboot, was ich ja gesagt hatte, Charles mit. Sehr kreativer Name, Charles. Ja, das lese ich nicht vor, weil das habt ihr, glaube ich, schon ein paar Mal von mir zu hören gekriegt. Wir besuchen jetzt einfach mal dreisterweise den Gouverneur. Mein lieber Major Viperfan, trete doch bitte ein, dass er uns einfach so reinlässt. Das finde ich sowieso geil. Wie ihr wisst, liegen wir im Krieg mit den heimtückischen Engländern.
Ich hörte gerade von der kürzlichen Gegebenheit. Immigranten strömen nach Villa Hermosa. Eure Kaperung einer französischen Brigantine. Ich bin ja schon so gewöhnt, da Spanisch rauszulesen, dass ich da schon wieder rauslesen wollte. In einem spanischen Gouverneurshaus. Sehr gut. Der König wird zufrieden sein. Eines Tages werdet ihr vielleicht zum Oberst befördert. Mir ist auf Folgendes zugetragen worden. Eure Plünderung der Stadt Campeche, wo wir uns gerade aufhalten. Eure Kaperung einer spanischen königlichen Chalupe. Ja, Leute, da habt ihr nun wirklich selber Schuld. Also ich meine, wir kapern ein französisches Schiff, ja? Ein Schiff, das deren Feinden gehört, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und dann schicken sie uns einen Piratenjäger, ja? Ja, das ist so ein bisschen... Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ganz ehrlich. Und unsere Moral ist wieder ein bisschen höher. Also wie ihr seht, liebe Leute, die Anzahl der Besatzung wirkt sich auch natürlich auf die Moral aus. Wir haben auch einen etwas größeren Nahrungsvorrat jetzt, das ist gut. Das heißt, wir können diesen Getreidefrachter quasi in Ruhe lassen, wenn wir es so wollen. Das machen wir auch. Wir lassen den jetzt einfach mal in Ruhe und zögern ganz gemütlich an ihm. Ihr habt's richtig gesehen. Ein Getreidefrachter eröffnet auf uns das Feuer. Oh. Oh. Die Holländer wollen Veracruz besetzen. Was soll ich denn davon jetzt halten? Okay. Die Holländer wollen expandieren. Aber ich kann sie verstehen. Sie lehnen sich gegen Spanien erneut auf. Diesmal eine... Noch eine. Alter. Die wollen hier einen großen Krieg anfachen. Noch eine. Sag mal. Drei Invasionsschiffe, das gibt's ja nicht. Was haben die vor? Das waren übrigens Fregatten, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. So, wir wollen aber jetzt erstmal zu den Florida Keys. Wir wollen mal wieder unsere Frau umgarnen. Eigentlich brauchen wir es nicht mehr, weil sie unsere Frau ist. Aber egal, sie liefert uns trotzdem Informationen. Das ist das Schöne. Ich hoffe mal, dass wir uns besonders gut anstellen, weil dann kriegen wir Infos für eine verlorene Stadt. Halt, halt, halt. Halt! Ja, komm! Justice! Okay. Invasionsstreit macht. Ich weiß zwar nicht, was die Franzosen vorhaben, aber wir greifen sie einfach mal an. Und schießen ganz stumpf daneben. Das ist Kunst! Das ist Kunst! Das kann nicht jeder! Und kriegen eine Breitseite ab. Hervorragend! Ja. Scheiße! Feuer! Ich glaube, die Kanoniere sind besoffen. Die schießen jetzt andauernd daneben. Oh, kriegen über 1000. Cool. Ja, liebe Leute, ihr seht richtig, wir haben gerade eine Invasion der Franzosen abgefangen. Ist das nicht schön? Auch das kommt mal vor. Ich glaube, wir sind schon... Ja, wir sind schon da. Cool. Unser Schiff hat leider ein Loch im Segel. Das finde ich nicht so schön, aber naja. Wir haben ja einen Segelmacher an Bord, der kümmert sich um diesen kleinen Schaden. Und unsere Besatzung feiert. Das ist schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Die Florida Keys Flagge weht zwar ein bisschen schneller, aber das macht nichts. Solange sie nicht so schnell wehten, dass sie sagen, oh komm, wir wollen euch hier nicht sehen. Ist alles gut. Ja, ich finde das jetzt nicht so schön, dass unser Schiff jetzt gerade so übelst langsam ist. Aber egal, das kriegen wir schon. Wir sind jetzt auf jeden Fall gleich da. Können dann unser Schiff reparieren und die Fregatte verkaufen, nachdem wir... Na, wartet auf mich. Tun wir doch. So, jetzt können wir ja die Eisensparren locker aufrüsten, weil jetzt haben wir ja nun wirklich Grund, die Schiffe einfach so auszustatten, wenn wir es können, weil die sind ja kostenlos. Also von daher, und vor allen Dingen, sie bringen uns mehr Kohle. Also davon können wir eigentlich nur profitieren. 53 mehr, ja, kommt mit an Bord. Vielleicht kapern wir noch ein paar französische Schiffe. Ich meine natürlich spanische Schiffe. Nein, ich meine französische Schiffe. Weiterfern, es wird euch vielleicht interessieren, dass das Schiff von Jack Rackham mit Baumwollsegeln aufgerüstet wurde und Ketten geschossen. Wow. Ja. Seine Spezialfähigkeit ist der schnelle Stoß, habe ich gerade gesehen. Interessant. Grand Bahama wollen wir nicht kennenlernen, weil wir haben schon eine Frau Kollege. Mein lieber Herzog Weiterfern, trete doch bitte ein. Wie ihr wisst, liegen wir im Krieg mit den habgierigen Holländern. Ja, drei Invasionsschiffe, sag ich nur. Voller Beunruhigung hörte ich von einer kürzlichen Gegebenheit. Euer Abfang einer französischen Invasionsstreit macht eure Kaperung einer französischen Bark. Unsere Frau kommt rein, und das lese ich nicht vor, was sie sagt, weil das habe ich schon mal gemacht und außerdem wird das jetzt immer so stehen. Einladung natürlich annehmen. Immerhin ist das unsere Frau.
Sehen wir nicht stylisch aus mit unserer herzoglichen Uniform, wollte ich schon sagen. Jetzt muss ich mich etwas konzentrieren. Oh, das ist ja eine vollkommen andere Musik. Okay. Das ist spannend. Die Musik habe ich noch nie gehört. Das ist wirklich was komplett Neues für mich. Upsala! Scheiße! Ich kenne diesen Tanz nicht! Scheiße! Was soll ich denn machen? Ich habe doch keine Ahnung! Hallo? Ich kenne diesen Tanz nicht! Bitte! Verschont mich! Ich bin doch nur ein armer Pirat! Scheiße! Oh Gott! Ich hasse es, Tänze zu machen, die ich nicht kenne. Ich finde das furchtbar. Aber wir machen sie trotzdem glücklich, das freut mich. Wenn sie glücklich ist, bin ich das auch. Zumindest für den Moment. Okay. Wah! Mädel! Nicht so schnell! Ich bin ein alter Mann! ja. Auf jeden Fall ist das Herz wieder ziemlich groß. Und die Kamera kommt wieder näher ran. Spanner! Jetzt schon! Das gibt's doch nicht! Gouverneur, ist euch eigentlich klar, dass wir hier einen Spanner haben im Palast? Wollte ich schon sagen. Nee, das ist die einfache Sequenz, okay? Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich Informationen für unsere Familie. Genau! Ich glaube, ihr habt eine Tante, die seit vielen Jahren vermisst wird. Der niederträchtige spanische Baron Raimundo hat Informationen, der alte Penner, die für euch von großem Wert sind. Er versteckt sich zurzeit in Gibraltar. Es wird euch vielleicht interessieren, dass Baron Raimundo beim Duell pfeilschnell tiefe Hiebe ausführen kann. Ach, ich verstehe. Er geht in die tieferen Regionen. Pfui. Das ist ekelhaft. Vor allen Dingen auch sehr zweideutig. Nein. Habe ich das gerade richtig gesehen? Oldensaal ist schon wieder spanisch. Alter, das gibt's doch nicht. Die wechseln echt öfter die Flagge als jemand anderes das Öl in seinem Wagen. Da unten ist er. Okay. Faszinierend, würde Mr. Spock jetzt sagen. Das wird er aber nicht mehr sagen, weil dessen Schauspieler ist tot. Und ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber ich wiederhole mich gerne, liebe Leute. So, jetzt werden wir erstmal weiter voransegeln. Wir haben genau 300 Mann Besatzung. Also das heißt, unser Schiff ist wirklich Oberkante voll. Schiff ist so voll. Da ist ein französisches Schiff, wo der will, aber das ignorieren wir mal einfach. Einfach so, weil wir es können. Französische Schaluppe, ja. Piratenschaluppe Gift. Mhm. Sehr kreativ. Genauso auch der Dorfname hier. Jamaika. Ja. Jamaika auf Jamaika. Obwohl das gar nicht hinhaut, weil auf Jamaika steht nämlich Port Royal. Was heutzutage, glaube ich, Kingston ist. Kingston? Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung, aber ich meine, das ist heutzutage Kingston. Le Havre. Englische Schmugglerschiff. Ups, das wollte ich nicht. Nee, in die Brandung wollten wir nicht fahren. Aber wir suchen nach Baron Raimundo und das heißt, wir müssen schon wieder unfreiwillig nach Süden. Wieder einmal, um Informationen für unsere Tante zu bekommen. Also ich denke mal, wir werden jetzt erstmal unser Hauptziel auf die Familie und auf die Städte ausrichten, je nachdem, was wir eher kriegen. Und danach, denke ich mal, werden wir uns darauf konzentrieren, alle Ränge zu kriegen, sag ich jetzt mal so. Und ich muss kurz mal gucken, wie die internationalen Beziehungen sind. Spanien liegt mit England im Krieg, Frankreich mit Holland. Ja, das ist schön. Bekriegt euch mal schön gegenseitig. Greifen wir uns an. Das geht nicht. Das bleibt nicht ungesühnt! Sagte er und flog vor Bord. So. Der Wind will nicht so richtig. Ja. Das war einfach mal zu kurz. Auch schön. Mann. Ja, liebe Leute, ihr seht, es wird schon dunkel im Spiel. Sehr schön.
Feuer! Jetzt haben wir ihn. Besatzung 11 Mann. Sehr gut. Wir haben endlich mal wieder ein Schiff gekapert. Auch noch ein spanisches. Welche Überraschung. Ja. Es musste einfach mal sein, liebe Leute. Wir mussten zwischendurch mal wieder ein Schiff kapern.